Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Punch Club. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin leider etwas verschnupft, ich glaube, das hört man. Aber ich hoffe, das stört an der Qualität nicht. Ich bin Erster in der Anfängerliga. Brauchen wir noch dieses Champions-Dingens. Hier bei der Story steht ja, ich soll hier diese... Na komm, zeig's an. Professional Multicard besorgen. Gewinn das Challenge Playoff, um diese Karte zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was das Challenge Playoff ist. Naja. Oh Mann, ich bin wirklich verschnupft. Sorry, Leute. Ich wird dann jetzt ein Ultimate Fight machen, bin aber ein bisschen abgefuckt dafür hier mit meinen 60 Gesundheit, deswegen fahre ich erstmal mit dem Bus nach Hause. Zeit, Mick zu besuchen. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich das mit dem Challenge Playoff. Okay, jetzt. Nächster Kampf in 2 Tagen. Alles klar. Ausscheidungsspiel, Viertelfinale. Okay, das erklärt einige Fragen. Das kann ich mit ihm schwätzen. Okay, sorry, dass ich dich angesprochen habe. Arschloch. Habe ich noch Fleisch zu Hause? Weiß ich gerade nicht. Ich fahre da mal geschwind am Supermarkt vorbei. Naja, Fleisch ist wieder ein bisschen Mangelware. Ich habe 5 Pizzen, die bringen mir 50 HP, das reicht dann ganz genau für den Ultimate Fight. Energy Drinks brauche ich nicht, da ich ja die Kräutertrunks habe. Dann gehen wir mit dem Bus nach Hause. An den Kühlschrank. Das ist Tiefkühlpizza. Erstmal Tiefkühlpizza, bis wir wirklich 100% HP haben. Und auch die Energie kann ich gleich mal auffüllen. So, dann hier noch einmal gießen. Einmal ein bisschen die Katze streicheln. Bevor es zum großen Kampf geht. Und ein bisschen Quality Time mit unserer Katze. So, und dann ab zum Ultimate Fight. Lenny Maskowitz. Okay, wenig Geschick, viel Stärke und Ausdauer. Ich denke mal, mit dem könnte ich ganz gut fahren mit meiner Ausweichtaktik. Ich nehme mal den High Kick rein. Dann das Windstrom ausweichen und unaufhaltsam. Gegenangriff. Jeder ausgewichene Angriff fügt dem Angreifer 40% Schaden zu. Was hat er hier noch? Für Vögelchen Box erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle Boxtalente ihr Ziel treffen. Alle Pulseffekte halten länger, alle negativen kürzer. Okay. Verringert Energieverbrauch. Wenn ich blocke, erhöhe ich seine Stärke. Gut, blocken tue ich nicht. Okay, der hat... Okay, der hat ein paar Skills, die ihm die Kraft, Energie einsparen. Ich hoffe mal, dass ihm seine Ungenauigkeit hier zu schaffen macht. Ja, merkt man schon, er hat bis jetzt kein einziges Mal getroffen. Und er fängt sich die ganze Zeit Gegenschläge. Oh, jetzt hat er auch ein paar Mal getroffen. Okay, aber meine Energie ist... Okay, gut, seine Energie war zuerst zu Ende. Gut, das sieht immer gar nicht so schlecht aus. Er hat noch 17 HP und ich noch 176. Das lassen wir gerade mal alles so drin. Vielleicht habe ich Glück und er knockt sich gleich selbst aus. Nee. Ich habe ihn ausgenockt. Das ist genauso gut. So. Oh, der hat eine Menge Geschick. Der Typ trifft besser. Okay, der kann auch gut ausweichen. Was haben wir hier? Erlaubt der Gegner davon auszuweichen. Kostet weniger Energie, ist aber sehr geschickabhängig.
Der Gegner blockt 40% weniger effektiv. Okay, gegen den wird Ausweichen vielleicht gar nicht so viel bringen. Und da er, ist auch noch ziemlich genau, also ich werde auch nicht viel ausweichen können. Was machen wir da? Erhöht Energiekosten für alle Talente eines Gegners. Ja, nehmen wir mal das rein. Dann kostet ihm das die Ausweicherei eventuell eine Menge Energie. Vorausgesetzt, ich treffe ihn auch. Okay, ich konnte recht gut ausweichen. Sieht so süß aus, wie er zuschlägt mit seiner linken Faust. Mega langsam der Schlag, also. Naja. Egal. Ich konnte schon ein paar Mal erfolgreich ausweichen. Das gefällt mir eigentlich recht gut, wie es gerade läuft. Lassen wir gerade mal so drin. Boah, jetzt hat er gefressen. Und noch weiter gefressen. Haben beide keine Energie mehr. So wirklich. Aber er hat weniger keine Energie. Weniger keine Energie. Tut mir leid, dass ich so verschnupft bin, aber ich habe so Lust weiterzuspielen und und das will ich natürlich auch aufnehmen. Ich will euch das ja nicht vorenthalten. Ich habe $500 und 7 Talentpunkte dazu bekommen und nur 10 HP verloren. Sehr schön. Klasse. Das lief wirklich gut. Jetzt kann ich eigentlich gerade nichts anderes machen, außer wieder zu trainieren. Die Playoffs sind in 2 Tagen. Talentbaum kann ich nicht viel machen. Ich würde sagen, was mache ich? Eigentlich kann ich nichts anderes machen, außer nach Hause gehen und trainieren. Nee, nicht im Café trainieren, das wäre ein bisschen komisch. Ich fahre mit dem Bus nach Hause. Kohle habe ich ja eh genug. Es war noch kein Tagwechsel, dann brauche ich mich noch nicht um die Sachen kümmern. Ich stelle mich ein wenig ins Nunchuck, damit alles ein wenig trainiert wird. Das ist mal ein richtig harter Hund. Der kommt gerade von einem Kampf gegen 2 Gegner hintereinander. Direkt hintereinander hat er 2 Gegner platt gemacht. Und dann geht er erstmal nach Hause und trainiert weiter. Anstatt sich irgendwie zu belohnen oder so mit einem Besuch im Puff. Nee, er geht nach Hause und trainiert weiter, weil er einfach noch stärker werden möchte. Ja, wenn ich das mal, also das ist mal ein harter Hund, der Typ. Wirklich, also Respekt. Und ich habe einen Plan. Ich weiß aber nicht, ob der Plan so toll ist. Für den Playoff-Kampf könnte ich mir ja wieder ein bisschen Nachhilfe besorgen und bei Magier. Aber ich weiß nicht so recht. Also ich könnte mir zum Beispiel noch 2 weitere Ausdauer holen und dafür von Natur aus meine Stärke auf 5 hoch trainieren. Aber was steht dabei auf dem Spiel? Ich habe keine Ahnung, was mir passieren könnte, wenn es dann irgendwann mal schief geht. Auf jeden Fall ist es jetzt gut, dass ich diese Kräutertrunks habe und dass ich mehr als genug zum Essen habe. Da brauche ich mir gerade keine Gedanken machen um Schlaf und Energie und Essen. Ich muss eben kurz den Teebeutel auf meinen Tee machen. Mit einem halben Auge gucken, wann das nicht mehr effektiv genug ist. So. Oh shit, ich habe getriegelt. Ja, muss ich gleich wegmachen. Kurz ein bisschen umrühren, das hört ihr sicherlich wieder. Tut mir leid. Ich bin halt nicht so ein Profi hier mit dem ganzen Zeug. So. Oh, nee, shit, ich depp. Ist doch schon... Ja, auf. Ich könnte mir die Stärke tatsächlich auf 5 machen. Das wäre gar kein Problem. Soll ich es tun? Ich weiß es wirklich nicht. Hoffentlich hat dieser Kräutertrank keine komischen Nebeneffekte.
So, 3 Tage wach, das ist nicht gesund. Naja, das Geschick kriege ich auf jeden Fall noch auf 11. Wobei ich noch näher länger ins Nunchuck muss, da ich mir ziemlich sicher bin, dass der Punching Ball noch nicht effizient genug ist. Wobei ich mir da auch die Frage stelle, vielleicht ist er ja trotzdem effizienter als des Nunchuck-Dingens. Auch wenn er nicht mehr hundertprozentige Bälle liefert. Also ich werde es auf 11 hochkriegen, aber am Tagwechsel ist es dann wieder vorbei. Ja. Wie vermutet. Entschuldigung. So. Ich mache noch weiter Liegestütze. Heute ist der Kampf, ne? Yep. Ich mache jetzt nochmal ein Geschick auf. Oh Mann, immer noch keine ganzen Bälle. So spielt das. So legt das Spiel dem Übertraining eben ein Riegel vor. So, 11 Geschick sind da. Jetzt ist die Frage, mache ich noch die 5. Stärke voll und nehme dann so ein Getränk? Ich würde sagen nein. Weil es der erste Kampf ist. Und vielleicht schaffe ich den ersten Kampf auch so. Ich meine, der Finalkampf letztens, der war schon ganz schön knapp. Und ich nehme jetzt absichtlich keinen Kräutertrunk. Ich schlafe lieber ein bisschen. Damit das Training wieder effizienter ist, wenn ich wiederkomme zum Trainieren. Muss aber dafür Fleisch nachkaufen gehen, hab nur noch 3. So. Jetzt sind eigentlich alle Werte bestens. Ich starte das Playoff-Kämpfchen. Oh mein Gott. Okay. Ich muss auf jeden Fall meine Ausweichtaktik benutzen. Da der mich sonst den Grund und Boden prügelt mit seiner 11 Stärke. Wow. Hat zum Glück nicht viel Geschick. Das heißt, er trifft nicht besonders gut. 70, 45, 75. Verursachen der Energie deines Gegners Schaden zu, wenn aktiviert. Okay. Jeder Treffer reduziert das Geschick. Oh. Schwächt Ausdauer und Geschick des Ziels. Oh je, oh je, oh je. Hui. Okay. Es könnte tatsächlich ein bisschen hart werden gegen ihn. Ich werde erhöhte Energiekosten. Er hat eh schon hohe Energiekosten. Wenn ich sie noch weiter erhöhe. 9,7, das ist gar nicht so viel dafür, für den Damage, den er macht. Und seine Ausdauer ist auch echt gut. Aber ist sie gut genug für 11 Stärke? Ich werde jetzt mal so den High Kick nehmen. Wobei, der macht 9 Damage auf 6 Energie. Ich nehme das da rein. Geschickabhängig. Ich habe extrem viel Geschick gerade, so viel Geschick wie noch nie. 8, 11. Und dafür. Ja, komm. Wir probieren es so. Ich versuche ihm seine Energie zu rauben. Genauso wie er mir versucht, mein Geschick zu rauben. Okay. Blockte. Wenn er meine Schläge blockt, mache ich mir selbst Schaden. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, da ist seine Energie schon flöten. Er hat mich, glaube ich, noch kein einziges Mal getroffen. Ich habe aber trotzdem 40 HP verloren. Was soll denn das? Ah, aber es läuft eigentlich ganz gut. Ich lasse das mal alles so. Oh, jetzt hat er mich mal getroffen. Ich habe mir selbst 18 Schaden gemacht, weil er meinen Schlag geblockt hat.
Ja, aber da sieht man mal, was pure Stärke bringt. Nämlich genau gar nichts. Der Typ hat keine Chance. Aber dieses mit dem Blocken, dass ich mir dann selbst Schaden mache, das ist ja... Was ist denn das? Ich raff's gerade echt nicht. Das ist echt bitter. So, gewonnen. In der dritten Runde. Das war ja recht easy. 20 HP verloren. Ich muss kurz meine Nase putzen. Sorry, Leute. So, bin Reh. Entschuldigung. Gut, das erste Playoff-Spiel wurde gewonnen. Gegen Nick Daritos. Jetzt wird gegen Ruby gekämpft, der unglaublich viel Ausdauer hat. Das war ein ähnlicher Gegner wie eben. Und da unten sind Bill Davis. Wow, unglaublich viel Geschick. Ich muss auf jeden Fall noch viel trainieren. Vielleicht muss ich wirklich die Blumen mal besorgen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Jetzt gehen wir erstmal geschwind rüber zum Supermarkt, kaufen bei Apu noch eine Menge Fleisch. Und Tiefkühlpizza, einfach weil ich es kann. Ja. Oh, meine Nase macht mir zu schaffen. Ich muss schon wieder niesen, tut mir leid. Entschuldigung, Leute, es tut mir so leid. Bin wieder da. Wir fahren mit dem Bus nach Hause und trainieren uns echt wirklich die fünfte Stärke an und dann. Nee, das machen wir nicht. Ich gehe jetzt erstmal an das Nunchuck-Dingens, da ich meinen Geschickpunkt gleich verlieren werde. In der Zwischenzeit trinke ich was von meinem Tee. Ich hoffe, ihr hört davon nicht zu viel. Nicht so wie von meinem Niesen wahrscheinlich. Okay, ist ziemlich warm, mein Tee, um nicht zu sagen heiß. Ja, guck deine Muskeln an, Kerle. Heute könnte ich ja auch noch eine Ultimate Fight machen. Soll ich das machen? Nee, wenn ich mich verletze, dann habe ich im nächsten Playoff-Spiel ein Problem. Playoff-Kampf. Das wäre nicht so gut. Das wäre richtig beschissen. Jetzt gucke ich nochmal kurz die Stats hier an. Haben die sich jetzt verändert bei Herr Ruby? Ich glaube nicht. Ihm wird die Ausdauer nicht so zu schaffen machen wie unserem Kumpel eben. Er hat nämlich 3 mehr Ausdauer bei 3 weniger Kraft. Was hat denn der für Talente? Reihe von Geraden. Die erhöhen die Genauigkeit. Verursacht kraftbedingten Schaden. Trifft nicht immer, aber verursacht schweren Schaden. Schlagmodifikator führt dazu, dass Boxschläge öfter nacheinander ausgeführt werden und verringert ihren Energieverbrauch, auch wenn aktiviert. Der Gegner wird seine Energie verbrauchen, wenn er dich angreift, während du einen Ausfallschritt benutzt. Boah. Der Typ ist wirklich ein harter Hund. Ich glaube, ich muss zu Anabolika greifen. Ich kann dem Druck einfach nicht standhalten.
trainiere mir das fünfte Energiepünktchen an. Ich muss es tun. Ich muss es einfach tun. Ich muss stärker werden, noch viel stärker. So, heute ist der Kampf. Ich mache jetzt noch mein Geschick wieder voll. Oh ne, was mache ich da eigentlich? Hätte ich einfach zu Nunchuck gehen sollen mit. Okay. Schaffe ich noch den 12. Geschickpunkt zu holen? Ich glaube eher nicht, da die Geräte mir schon sagen: Ey, Kerlo, das Training ist nicht mehr effektiv. Das heißt, ich müsste eigentlich schlafen, und wenn ich erstmal einen halben Tag schlafe, dann ist schon nicht mehr genug Zeit zum Trainieren. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen, ins Sportgeschäft zu fahren und dort den Magier zu besuchen und zu sagen, ey komm, erhöhe mal meine Ausdauer. Neuer Effekt, dein Ausdauer wurde magisch verbessert. Magie ist gefährlich. So. Och, der Kampf ist erst morgen. Ich bin ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Naja, morgen ist der Effekt ja immer noch da. Dann trainiere ich so lange noch meine Stärke vielleicht. Beziehungsweise, ich könnte sogar. What the fuck? Die Katze spricht wieder zu mir. Oh Mietz, was machst du denn für komische Sachen? Drehtes wirres Zeug. Oh Mann. Da mal streicheln dafür. Ne, was machen wir denn da? Hier, wir gehen jetzt trainieren. Aber wie gesagt, geschickt trainieren ist schon nicht mehr so effektiv, ne? Da kriege ich keine vollen Bälle. Ah doch. Ja, ich bin auch ein bisschen mit dem Bus rumgefahren. 12. Geschickpunkt wäre echt nice. Aber Moment. 6 Stärke bei 10 Energie ist eigentlich auch gut, oder? Bringt mir mehr. Ein 12. Geschickpunkt oder ein 6. Stärkepunkt? Ich nehme den 12. Stärkepunkt. Hör auf. Vorausgesetzt, ich schaff's überhaupt so weit. Mein Tee. Ich versuche das immer wirklich extra leise zu trinken, damit ja keine Störgeräusche in meinen Aufnahmen sind. Da ich doch hier ein professioneller YouTuber bin, nicht? Nee, ich mache das just for fun. Ich mache das hauptsächlich, damit ich Spiele durchspiele, weil ich habe so die Angewohnheit, dass ich Spiele anfange, die auch gut finde, mir nochmal alles angeschaut habe so und nach 2, 3, 4 Stunden lasse ich es einfach liegen, weil, keine Ahnung, einfach so. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, mir guckt ja vielleicht jemand auf YouTube zu, dann. Oh. Oh oh. Wenn ich das Gefühl habe, mir schaut jemand auf YouTube zu, dann gebe ich mir mehr Mühe, es auch durchzuspielen. Ich muss unbedingt noch kurz was für mein Geschick tun, für meine Ausdauer. Fürs Geschick sowieso. Oh, zu hungrig und zu müde. Ich push mich jetzt, was geht. Ist hier irgendwo eine Maus? Eine Maus? Ja, eine Maus. Ich kann sie riechen. Sie hat deine Fruit Loops gegessen. Oh mein Gott. Ich habe gar keine Fruit Loops. Lügner, ich wette, du bist selbst eine Maus. Nicht wahr? Gib's zu. Ja je, werd doch nicht gleich so katzig. Echt jetzt? Oh mein Gott, wie witzig. Geil. 2-mal Fleisch, 2-mal Kräutertrank.
Und dann ist wieder alles gut. Nunchuck-Dingens. Oh, ich wollte gerade sagen, es kommen keine Bälle. Da kommen sie aber gerade noch. Oh nein, ich brauche noch ein bisschen Grün. Oh nein. Es ist alles so ineffizient. Hör auf. Schaffe ich das noch? Mit diesen halbgaren Bällen. Na komm schon, komm schon, komm schon. Yes, sehr schön. So, Energie fehlt uns wie viel? 86, wir fehlen uns 14%. Na, das wird schon passen. So, jetzt wünscht uns Glück. Playoff, Ausscheidungsspiel, Halbfinale. Die Folge geht schon ziemlich lang. Ist mir egal, es wird eine lange Folge. Wir kämpfen jetzt das Halbfinale. Ich weiß, ihr seid schon heiß drauf, da kann ich euch jetzt nicht hier irgendwie euch warten lassen. Ein paar Tage. Also, kämpfen. Okay, wir kämpfen gegen Ruby, wie erwartet. Er hat 8, 4, 12. Das heißt, erhöht die Energiekosten, bringt es jetzt hier vielleicht nicht so ganz. Ich habe hier 10 und 13. Sonst habe ich eigentlich gar nichts, was so einen komischen Effekt macht. Ich nehme deswegen den High Kick rein. Der ist nämlich recht energiegünstig mit seinen 7. Ist irgendwie der günstigste, den ich habe und macht dabei schon noch recht viel Damage. 10. Die anderen machen ein bisschen mehr. Der sogar noch gleich viel. Jetzt gucken wir einfach mal, wie das läuft. Mal schön ausgewichen hier ein paar Mal, hat er sich selbst Damage gemacht. Jawohl. Boah, aber der macht Damage, das ist kracht. Und er geht auf... Oh gut, ich werde den Kampf verlieren. Wenn ihm jetzt nicht gerade die Energie ausgeht, dann geht sie mir aus. Oh, was soll ich tun? Fuck, ich bin ziemlich gefickt. Okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Einfach draufprügeln. Etwas blocken. Ich habe eigentlich so gut wie keine Chance. Was soll ich tun? Ich muss es so lassen, wie es ist. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Ich könnte versuchen, hier seine Energie. Ja, komm. Auch wenn ich selber eigentlich nicht genug Energie habe für es. Autsch. Boah. You lose. Verdammt. Ich bin kein Champion geworden. Du bist ins Halbfinale gekommen. 5 Talentpunkte, $50. Jetzt noch nicht, aber du warst gut. Ich kann dich fürs nächste Playoff in 3 Tagen anmelden. Komm zu mir, wenn du glaubst, dass du bereit bist. Fuck. Das ist jetzt echt bitter. Selbst mit 10 Ausdauer hat es nicht gepasst, hat es nicht gereicht. Na gut, ich überlege mir was und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.